Und ja, bewegen uns dann jetzt natürlich. Ist das da eigentlich ein Hirsch oder was? Haben die da einen Hirsch gelegt? Oh mein Gott, wie können sie es wagen? Ein Elch, sie haben einen Elch getötet, oh mein Gott. Wie können sie nur Elche töten? Oh, Ziegenfell. Ach, da ist noch eine Ziege. Können wir dich auch... Ups, ja. Ach, jetzt drücke ich hier die falschen Tasten. Können wir dich auch so plündern? Hallo? Nö. Ach, da ist schon wieder Eisen. Das nehmen wir natürlich auch mit. So, was haben wir hier? Karawane. Oh, Trankmischerbeutel. Da. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Oh, Zwergenöl. Oh, das haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht verwendet, ne? Zwergenöl. Flüchtling. Hat jetzt nichts Besonderes bei sich. Upsa. Na gut. Und weiter geht's. Ach, da ist schon wieder Eisen. Gott, oh Gott. Ups. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich bin's. So. Ich kennt jemand gute Klopf-Klopf-Witze? Ich habe die meisten davon früher nie verstanden und mittlerweile kenne ich keine mehr. Aber so gute Klopf-Klopf-Witze gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Was ist das denn da schon wieder? Ein Eistroll. Na, den können wir aber mit unserem Bogen legen. Komm her. Das macht aber Schaden. Das sieht man doch gerne. Patsch. Fetch. Ja, das war's, mein Freund. Ja. Gegend sieht hier so ein bisschen karg aus, ne? Einfach nur so leblos, trist, grau und steinig und... Nö, das mag ich nicht. Ach, was bist du denn? Ein Fuchs, wa? Ich glaube, ich speichere nochmal. Da laufe ich wieder in irgendeine Falle rein oder so. Oder werde von irgendwem ermordet. Oder von den ganzen Weg nochmal machen. Oh, ein Tempel. Sieht schön aus, ne? Also der Tempel, der gefällt mir wieder. Obwohl der auch wieder so trist und grau und... steinig ist, aber der Tempel, der... Die Tempel können halt manchmal auch so aussehen. Beziehungsweise Schreine. Schrein von Asura. Ich möchte jetzt hier niemanden wieder beleidigen, weil ich jetzt Tempel statt Schrein gesagt habe. Es tut mir leid, Leute! Wie kann ich sowas nur wagen? Einen Schrein in Tempel nennen? Oh mein Gott! Huch, wer bist du? Ich dachte, den müssen wir jetzt direkt umbringen oder so. Bevor wir mit der quatschen, erstmal hier gucken, ob wir nicht plündern können. So. Aranea Lenit. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Ah ja. Und was ist das hier für ein Ort? Wo ist Azura? Die Dunmeer erbauten diesen Schrein. Unser Land versank unter Feuer und Schwefel, doch Azuras Prophezeiungen führten uns in Sicherheit. Sie ist eine Daedra, ein mächtiges Wesen, das von jenseits der Welt der Sterblichen auf uns herabschaut. Sie hat euch zu ihrem Champion auserkoren. Cool. Und was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Okay. Und ich möchte mehr über Azura erfahren. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Okay, und woher stammt dieser Schrein? Die Dunmeer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels
vor fast 200 Jahren, aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Cool, cool. Und seid ihr hier ja, ganz alleine? Es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Na, immerhin einer, wa? Möge Azura... So. Gut, das waren schon mal zwei Aufgaben, die wir dadurch erledigt haben. Da müssen wir noch ein Museum besuchen. Da lassen wir uns dann das Kopfgeld geben. Achso, ich glaube, das ist jetzt dann hier eine neue Quest, ne? Ja, ja, genau. Und was haben wir da? Ach ja, das war ja Windhelm. Was war hier? Beutel. Moment. Bringe den Beutel zu Werner nach Dunkelwasserkreuzung. Na gut, dann machen wir das doch mal als nächstes. Und dazu reisen wir zur Nebelwacht. Oh, hier sieht es doch mal wieder schön aus. Und dann wollen wir doch direkt mal los. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welcher der Punkt ist denn jetzt der richtige. Links. Nach da. Ich glaube, das war doch hier das Gebiet, wo wir auf einmal auf zwei Drachen gleichzeitig getroffen sind und danach die irgendwie nicht mehr gefunden haben, ne? Irgendwie sowas war das doch hier. So. Rennen wir wieder durch die Prärie. Also ich muss sagen, mir gefällt Skyrim sehr, sehr gut. Und das merkt man wahrscheinlich auch daran, dass ich immer noch aufnehme und spiele. Weil viele haben ja wirklich nach 220 bis 300 Folgen ungefähr, haben ja welche aufgehört und haben es dann sein gelassen. Und ja, ich bin natürlich einfach dabei geblieben und ich werde das auch noch ein Weilchen weitermachen. Ich denke mal, die 400 kriegen wir noch voll. Mal schauen, was danach passiert, ne? So, Dunkelwasserkreuzung. Ihr redet kaum von etwas anderem. Ich mache mir nur Sorgen darüber, coole was Musik ihr hier beinimmt. Übrigens. Steckt bitte nicht alles in Brand, ja? Arbeiten? Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Bringt mir einfach so viel Korundum, wie ihr ausgraben könnt. Sicherlich nicht, aber ich habe ein Paket von Suja. Habt ihr meine Spitze? Früher? Hallo. Es ist schade, dass unsere Tochter die Reise nicht selbst antreten konnte, aber wenigstens denkt sie noch an uns. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es ihr für uns zurückbringen könntet. Bis zum nächsten Mal. Sieht aus wie ein Esel oder was? Mein. So, und wo ist hier diese Mine? Gehen wir doch nochmal eben in die Mine. Hä? Hä? Unter uns? Wie kommen wir denn jetzt in diese Mine? Oh, verarscht mich doch nicht. Wo ist denn hier die Mine? Ist das hier die Mine? Ne, das ist irgendein Haus. Wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ja, Mann, ich packe ihn ja schon weg. Nervt mich jetzt nicht. Wo ist die Mine? Mine! Mine! Hm. Schon leicht komisch, Leute. Na, Mine, Mine. Also die scheint hier unter uns zu sein. Ach, da hinten. Warum wird die denn da hinten angezeigt? Ist ja höchst merkwürdig. Goldfelsmine. Dann mal rein. Huch. So. Oh ja, hier haben wir wieder einiges zum Abbauen. Klack. Nicht wundern, ich bin vor dem Turm. So.
Ja. Dann vertreiben wir uns jetzt erstmal ein bisschen die Zeit, indem wir ein paar verschiedene Quests machen. Und ich würde auch sagen, wir werden dann auch von diesen verschiedenen Quests ein paar in unsere Liste aufnehmen. Also hier in diese große Liste und davon dann wieder ein paar machen. Damit wir auch mal ein bisschen was anderes mitbekommen. Als immer nur das soll. Also halt Hauptquest und dann Diebesgilde sind ja auch so im Prinzip. Ich stelle mir vor, ich würde das Erz aus dem Felsen locken. Also ja, gut. Schön. Ich stelle mir das nicht vor und bin auch viel erfolgreicher als du. Was ich sagen wollte, das ist halt dieses Ganze mit Winterfeste und so, das sind ja halt auch so Standard-Nebenquests. Also so Quests, die man auf jeden Fall irgendwie mal machen muss, weil die halt auch eine Story haben, weil die auch so ein bisschen was zu bieten haben. Aber ich glaube, in Skyrim steckt noch manchmal ein bisschen mehr, was man nur so ein bisschen kitzeln muss. Und das kriegt man natürlich nur dadurch hin, dass man dann sich auch einfach mal so Quests annimmt, die einfach mal überhaupt gar nichts mit dem zu tun haben, was man gerade so machen möchte. Ich hoffe, das stimmt auch. Wenn nicht, dann werde ich halt irgendwann sehr enttäuscht sein. Und ihr wahrscheinlich auch, weil ihr guckt das ja. Zumindest ein paar. Naja, das war jetzt die Megamine. Hat sich ja voll gelohnt. Pass doch auf! Ja, ja. Ja, Mann, ich schieß dir gleich ein Loch in deinen Kopf, Mann. Lass mich doch in Ruhe! So. Ja, zeig mir hier der Boss ist, wa? Okay. Ach so, das war gar nicht die Mine, die da angezeigt wurde, sondern die Dunkelwasserkreuzung. Ich verstehe. So, dann wollen wir doch nochmal eben nach Schorststein. Da haben wir auch noch irgendeine Aufgabe. Können wir sogar direkt hinreisen. Bin ich mal auch gespannt, was jetzt hier noch so ist. Und wir müssen unbedingt auch noch so ein paar Jaspai-Beeren finden. Ich hatte beim letzten Mal ja einige dieser Beeren klugerweise verarbeitet. Aber wir haben ja wieder ein paar neue. So, hi. Mögen die Götter ich über hoffe, eure meinen... Ah, bin ja. Zurück. Anscheinend hat er den Beutel mit lauter Briefen zurückgeschickt. Ich freue mich darauf, sie zu lesen. Ich bin euch dankbar für die Zustellung. Hier, ich möchte euch das geben. Ich bestehe immer darauf. Gerne. Ja, ja. Silberhalskette, oh mein Gott. Passt auf euren Reisen auf euch auf. Ach ja? Und was kann diese Silberhalskette? Boah, unglaublich, Leute. Wenn das mal nicht eine Belohnung war. Ui, sag ich da nur. Was haben wir da noch? Energiequelle. Dämmerstern. Wrack. Das ist ja alles... Das sind alles so diese... Rifton? Was können wir denn da abgeben? Mit Saphir über Chardres Schulden unterhalten. Beschaffe Davids Bogen. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich pack das mal wieder weg. Und jetzt mache ich mal das an. Ist hier irgendwo was? Hier nichts? Nichts? Warum wird denn nichts angezeigt? Aha. Steht denn da in der Quest irgendwas? Eine Gruppe, die sich selbst die Alikre nennt, ist auf der Suche nach einer Rotwardonin in Weißlauf. Ach so. Okay, in Weißlauf. Dann gehen wir doch mal nach Weißlauf. Und dann suchen wir doch jetzt einfach mal die Rotwardonin. Einfach mal so, just for fun, irgendwas machen, was gar keinen Sinn hat. Damit ihr auch ganz viel von diesem Let's Play habt. Wie wir zum Beispiel eine Rotwardonin suchen. Setzt bloß nichts in Brand, du bist ein in Typ. Ordnung? Ja, ja. Du bist halt ein Typ und hast Glück gehabt. So, haben wir hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Wer weiß, wo die sich versteckt. Also erstmal suchen wir natürlich hier die Stadt ab. Und später dann die Häuser. Was ist mit dir? Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Bin nicht nur älter, sondern auch stärker. Und wenn du einen Pfeil in deinem Kopf haben willst, kannst du gerne Bescheid sagen. Ich komme immer wieder darauf zurück.
Und dann wirst du ja sehen, was los ist. Tja, wo könnte die sich aufhalten? Eine Rotwardonin. Die sich selbst die Alikre nennen. Hier ist doch was los. Ich habe nichts getan. Typ. Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Was benötigt ihr, mein Freund? Kopf des großen Kampfgeborenen. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr habt ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Finde ich gut. Vergesst nicht täglich, seid ihr verheiratet, und Gemüse zu essen. So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Wie sieht denn eigentlich eine Rotwardonin aus? Das frage ich mich gerade. Das ist ein Kind. Du musst die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Wie sieht überhaupt eine Rotwardonin aus? Das ist jetzt gerade so meine größte Frage, ne? Aber eigentlich müsste die doch hier irgendwo sein, weil das stand doch in Weißlauf. Oder sind diese Alikre-Leute hier irgendwo in Weißlauf? Das kann natürlich auch sein. Weil hier, Tempel von Kühner. Moment, da gehen wir mal rein. Da gehen wir mal rein. Und ich möchte keine Spoiler haben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ich möchte nicht, du bist so doof, geh mal da und da und da und da hin. Hier steht ihr und sprecht. Die Männer sind doch an. Ja. Ihr braucht etwas? Die sah irgendwie aus wie eine Rotwardonin, zumindest für mich. Rein von Kühneres. Ich halte es kaum noch aus. Ja, ja. Ein bisschen muss er noch. Hier scheint sie nicht zu sein. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, so. Tempel ist immer so eine Art Zufluchtsort. Aber was wird morgen sein? Was dann? Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Die Geschäfte? Ihr seid gekommen. Und was macht das Kaiserreich? Ein von Talos. Nein, Renuin. Ja, hier drin kriegen wir ja dann immer nur diese Dauerquest-Aufträge. Da haben wir ja auch soweit alles mittlerweile. Wisst ihr, seit Kotlaks Bestattung fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Es heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann es mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Okay. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen. Nee, hier können wir nicht mehr trainieren. Ja, dann versuche doch, mein Freund. Dann mach doch. Tu's doch. Ach, Moment. Ich glaube, wir können doch jetzt mittlerweile unsere Waffe schleifen, ne? Exquisit veredelter Malachit. Das machen wir mal. Ich suche mal eben einen veredelten Malachit. Ich denke mal, wir haben bestimmt irgendwo einen. In Briesenheim. Und die Rotwardonin, die Suche gebe ich jetzt erstmal auf. Ich habe eigentlich gehofft, dass das schneller geht, aber irgendwie... Also ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass man entweder einen Pfeil hat, wo man jetzt hingehen müsste, weil mittlerweile ja alles so gemacht wurde. Oder eben, dass die irgendwo hier in Weißlauf rumläuft, aber irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass sie nicht nur hier in Weißlauf sein kann. Oder die Quest einfach buggt. Aber naja. Veredelter Malachit.
Ha, haben wir sogar einen. Nein, wir wollen nur einen haben. So. Schwuppdiwupp. Und dann schleifen wir natürlich noch unseren Bogen exquisit mit Exquisa. Denn keiner schmeckt wie dieser. Vorsichtig. So. Ja, laber nicht.